Wir möchten euch auf die nächste Etappe unserer Reise durch Australien mitnehmen, den Süden von Western Australia, wo wir die uralten und mystischen Urwälder des Kontinents erkundeten und uns auf den weiten Weg nach Sydney durch die Nullarbor Plain machten. Unsere Reise führte uns tief in den australischen Urwald mit gigantischen uralten Bäumen. Das Valley of the Giants befindet sich im Walpole Nornalup Nationalpark, etwa 400 Kilometer südlich von Perth. Dort gibt es einen Treetop Walk, der uns auf Augenhöhe mit den Kerry-Bäumen brachte. Die Kerrys sind eine Art Mammut-Eukalyptusbäume und können bis zu 80 Meter hoch werden. Somit gehören sie zu den größten Bäumen auf dem australischen Kontinent. In dieser Region des Landes regnet es regelmäßig und es ist zum Glück bei weitem nicht mehr so heiß wie im Norden des Landes. Dieses ausgeglichene Klima ermöglicht der Natur, sich in ihrer ganzen Pracht zu entfalten. Hier unten im Süden Australiens weht eigentlich fast immer ein starker Wind, aber davon lässt man sich hier nicht aus der Ruhe bringen. Die Einheimischen gehen trotzdem ins kalte Wasser, wie hier bei den Elephant Rocks. Auch wenn es nicht so aussieht, das Wasser hat hier eine Durchschnittstemperatur von gerade mal 18 Grad. Wir bestaunten die wundervolle Szenerie lieber von draußen und genossen diese traumhafte Kulisse. Weiter ging es nach Esperance, wo wir den Great Ocean Drive fuhren. Eine Straße, die direkt am Meer und an den schönsten Stränden entlang führt. Einfach nur traumhaft schön.
Wir wollten noch einen Abstecher zum Lucky Bay machen. Dort kann man, wenn man Glück hat, Kängurus am Strand beobachten. Oder wenn gerade keine da sind, kann man mit seinem Eurab-Fahrzeug über den Strand brettern, was auch richtig Spaß machte. Wir wollten den Kontinent einmal durchqueren. Entlang der Südküste rüber bis nach Adelaide und von dort aus weiter nach Sydney. Vor uns lag die Nullarbor Plain mit seinen endlosen Weiten. Hier gibt es kaum Zivilisation. Nur ein paar Roadhouses mit Tankstellen mitten im Nirgendwo. Nullarbor, das heißt so viel wie kein Baum. Die Nullarbor Plain ist eine flache, weit ausgedehnte Karstwüste im südlichen Australien, direkt an der großen australischen Bucht. Sie ist mit rund 200.000 Quadratkilometern das größte Stück Kalkstein der Welt und misst über 1.200 Kilometer in Ost-West-Richtung. Wir fuhren entlang endloser Felder, die irgendwann zu endlosem Busch wurden. Immer weiter, mit der Sonne im Nacken, weiter in Richtung Osten. Bis wir das Ende der Welt an den Nullarbor Cliffs erreichten. Seit Millionen von Jahren peitscht das Meer an diese Klippen. Und wird es auch die nächsten Millionen Jahre genauso weitermachen. Dieses Kapitel endet hier, aber unser Abenteuer geht weiter. In der Weltmetropole Sydney werden wir den australischen Sommer verbringen. Wenn ihr die Videos aus Sydney nicht verpassen wollt, dann abonniert unbedingt unseren Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne einen Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal.